Lass dir gerade die Scheine von dem Kassierer überprüfen, ja. Weil da können sie auch Mini-Wanzen einsetzen, damit wir sicher sind, dass da nichts drin ist und nicht weiterhin dadurch verfolgt werden. Das Peter Meyer vermittelt ein Interview für die Tagesschau. Nicht alles davon wurde damals gesendet. Wie lange wollen Sie denn die Geschichte noch fortsetzen? Ja, wir werden einige Forderungen stellen und werden die nicht erfüllt, dann knallt es. Ne? Ja, wollen Sie es wirklich auf Sie nehmen? Ja, wir haben abgeschlossen im Leben. Ne? Und wir sind jetzt seit über 30 Stunden auf der Flucht und die verfolgen uns sollen da, die Bullen. Ne? Und die sind ziemlich fertig, die beiden Bankangestellten. Und die, vor allem die Frau, die möchte nach Hause und so. Und wir waren heute bereit gewesen, beide wegfahren zu lassen. Wir hatten da so einen 230er Mercedes. Ja. Und da haben die uns aber dauernd verfolgt und da konnten wir zu unserer Sicherheit eben nicht Risiko eingehen, die laufen zu lassen. Ne? Und dann wollten wir den Mercedes geben, dass sie abhauen können und wir wollten dann mit einem anderen weg. Ne? Ja, und dann kamen die uns wieder in die Quere. Ne? Wir waren also so ziemlich sicher, dass uns keiner verfolgt und da haben wir sie doch gesehen. Ne? Ja. Ja. Und Sie meinen nicht, dass es nicht besser ist aufzugeben? Was wollen Sie im Moment machen? Ja, wir warten jetzt erstmal, was da abläuft. So. Ich weiß ja nicht, was die vorhaben jetzt. Und Sie würden tauschen, also Ihre Geiseln gegen jemand anderes? Ja. Ja, wegen der Frau da aus der Bank. Ja. Sie nach Hause kommt und will ich aber auch einen Kripo-Beamten, ne? Und der muss mit Ausweis und Bild da reinkommen und Handschellen auf den Rücken, ne? Und dann wird noch eine Geldsumme gefordert, noch eine höhere. Noch mal Geld. Noch mal Geld. Das habe ich auch noch nicht getan. Also um die 300.000, 400.000 noch. Nochmal 400.000. Welche Chance rechnen Sie sich aus, davon zu kommen? Für mich ist das absolut sicher, dass ich davon komme. Entweder da oder weg. Ne? So einfach sind. Und die meinen da, die können da mit ihren scheiß Sondereinsatzkommandos da kommen, da habe ich keine Angst vor. Ne? Wir haben da drin so und so viele Geiseln und so weiter. Und wir sind schwer bewaffnet. Ich habe in der Tasche auch noch da gewisse Sachen. Ne? Also es gibt einen Knall und ist der Bus weg. Ne? Wie Handgranaten oder? Ich möchte da nicht drüber sprechen, was ich da drin habe. Konkret, ne? Aber ich habe mich darauf vorbereitet, von Anfang an bei dem Banküberfall eine Geiselnahme eingeplant und so weiter und so fort. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen.